Ganzer durchfahren? Hm? Und die ganze durchfahren? Ja, muss auch. Hier hast du schon eine Zelle, die ist fast schon schlüpfen. Nur nachschöpfen. Das kann eben passieren, das ist ein Junge, deswegen hat man da eben drin Nachschöpfe gedacht. Man muss nicht alle erwischen, sondern man kann ruhig welche drauf lassen. Zu mir nach der Königin gucken, falls einer drin ist. Ein Junge. Mein Vorteil leider, ich filme das alles und dann kannst du ja gleich sehen. Im Nachhinein filmen wir das. Da wäre es gewesen. Schlüpfende Waben, hier sieht man das, noch nicht geschlüpft, da sind sie schon geschlüpft, alles junge Bienen. Vor 14 Tagen erkennt. Das ist schon vorgetragen.
Die können sie ab und zu mal wieder nach unten fallen lassen, damit sie sich nicht zu sehr nach oben orientieren, sondern auch runter in die warmen Gassen gehen. Und dabei kann man mal schon gucken, ob da König bei ist. Schwupps, sind sie wieder oben. Also weniger. Weniger ist gut. Etwas weniger, ja. So, dann kommen die nächsten Zahlen. Was? Ja. Da ist die Königin. Die soll nicht mit. Deswegen pflücken die uns ab. Schon mal gut, dass wir sie gefunden haben. Eine. Und dann vielleicht ein anderes. Dann haben wir keine Eier, also von daher. Ist das denn jetzt geschlüpfte? Das ist ja wahrscheinlich. Aber an der Zelle würde ich sagen, ja. Die geraten halt in Schwarmstimmung, wenn man so viele Bienen oben drauf hat. Sandabschmeckette abnehmen.
Zack. Noch hier. Auskommen oder? Du kannst schon mal rumkommen dann. Thank you.
Mm-hmm.